Hi, hallo, willkommen bei der Auf die Bretter AG. Heute werden wir uns, wir haben zuletzt Videospiele gemacht, die sich ziemlich gut verkauft haben. Unser größter Hit war Mama, da sind Piraten im Garten. aufregendes Spiel. Wir werden Game Dev Tycoon als solche mit Folie mal gespielt. Und ja, Mad Games Tycoon 2 existiert. Ich hab's gekauft, ich dachte mir, ja, machen wir ein paar Spiele. So, Firmenname. Ich meine, tut mir leid, aber der wohl... Ich habe Zufälle gesehen. Rainbow Studios, Success Software, Tron Studios, Rocco Games, Green Ocean. Was soll das denn? Nein. Ich bin für Auf die Bretter AG. Auf viel, die Bretter viel besser AG, der Name. So super. Firmenhauptsitz. Wo, China. Von wo aus wollen wir... Ah, wo spart man die meisten Steuern? Auf die Bretter. Portugal. Echt? Portugal, wirklich? Da zahlt man, also zumindest spart man da ein bisschen Steuern, denke ich. Ich meine, der Schweiz hat man auch gut sparen, aber... Ja. Ich meine, die ganzen... Wo sind die Cayman Islands, wenn man sie braucht? Die ganzen Streamer ziehen dahin. Nach Portugal. Ach ja. Also, Spezialgenre. Worauf wollen wir uns spezialisieren? Ich würde fast sagen, Wirtschaftssimulation. Das ist mein Lieblingsgenre. Wir machen den Fußballmanager. Plattformer. Ich meine, ich weiß nicht, wie das Spiel aufgebaut ist, also weiß ich nicht, was man gut macht. Wir machen den Joni Literature Club. Wir machen Visual Novels, okay. Schwierigkeitsgrad, Mitte sollte okay sein. Startjahr 1976, ja. Spielgeschwindigkeit normal. Als Geschwindigkeit anpassen, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Anzahl Konkurrenten. 71? Ja. 71. Hä, so viele? Spielername. Das ist ein umworbener Markt um eine Visual Novel. Ich würde sagen, das ist ein durchschnittlicher Videogame. Ich wollte gerade sagen, fast perfekt getroffen. Ja, der sieht gut aus. Der sieht aus wie Moggy. Jetzt. Ja. Yeah. Jetzt passt es. Bisschen weniger Bart. Bisschen brauner. Oh ja, das. genau so passt das. Extra Farbe. Nein, Moment, das sieht aus wie. Oh, warte, wer ist das? Ich weiß nicht. Das ist Vsauce Michael. Vsauce Michael hier. Kann ich nicht ein schwarzes Oberteil haben oder so? Wir nehmen weiß. Ein weißes Herz. Hey, Löwenzahn. Okay. Peter hier. Ja, das geht. Beruf. was bin ich denn? Wissenschaftler. Weiß ich nicht, was bist du? Oh, ja, ich würde eher sagen, du bist Spieletester. Ich weiß gar nicht, was das soll. Oh ja, Spieletester, okay. Und was kann ich denn? Weiß ich, hab keine Ahnung. Game Design. Warum muss ich das jetzt alles einstellen? Kannst du einfach überall die Punkte rausnehmen und du musst halt dein Sim erstellen. Okay. Dann Musik und Sound. Du bist richtig gut im Game Testing. Ja, weißt du was? Ich bin nicht gut darin, aber Marketing und Support. Oh, und Game Testing. Ist Game Testing vielleicht ein schlechter Beruf für den Hauptcharakter? Ich hab keine Ahnung. Perks. Ja, ist es. Oh Gott, 3 Perks übrig. Was ist das? Star Design erzeugt Hype bei Spielen, an denen sie mitarbeiten. Also will ich doch wohl hoffen. Das ist wirklich überzeugend. Spielfigur verliert keine Motivation. Laufgeschwindigkeit ist erhöht. Ordentliche Mitarbeiter erzeugen keinen Schmutz und nah. Mitarbeiter mit einem starken Immunsystem werden niemals krank. Nah. Diese Mitarbeiter gehen nicht während der Arbeitszeit auf das WC. Hä? Wie steht man den Arbeitstag durch sonst? Während der Arbeitszeit. Diese Mitarbeiter können deutlich schneller Auftragsarbeit erledigen. Diese Mitarbeiter erzeugen bei Retro-Spielen höhere Grafikpunkte. Okay. Yeah. Ich weiß nicht, inwieweit das auch nicht ungesund ist. Noch 2 übrig. Ich weiß nicht, inwieweit das ungesund ist, Melf, aber ich gehe manchmal 8 Stunden ohne Pinkeln. Okay, John. Okay, und das kommt vor. Melf hat Teil 1 gespielt, meinte er. Ich glaube schon. Melf hört uns dann. Ich verwechsel es mal mit Game Dev Tycoon, aber ich glaube, ich habe beide mal gespielt. Klicke deinen alten Sportwagen an. Sieht aus wie Theme Hospital, ich liebe sowas. 1,7 Stunden habe ich es gespielt. Das einzige Game, was ich jemals wirklich gespielt habe, was so aussieht mit dieser Perspektive. Oh, wir sind in der Garage. Ja. Ist Team Hospital. Oh nein, wir müssen... Und Sims. Du musst dein Auto verkaufen. So, womit wollen wir denn anfangen? Forschung oder ich glaube, wir fangen mit Entwicklung an. Ich würde sagen, wir verkaufen unser Haus und entwickeln ein Spiel, was unendliche Möglichkeiten im Weltraum zulässt. So viel Geld hast du, glaube ich, nicht, du. Wir haben 20.000, übertreib nicht gleich. Wie viel Geld ich habe. Unten? Ich habe 520.000.
Wir gönnen uns ein großes Büro. Wir haben unser Auto verkauft. Es fehlt eine Tür. Ich dachte, es wäre 20.000. Ich dachte, das weil das noch ein Dollar ist. Ich dachte, die 5 Dollar Zeichen. Ja, ich dachte, ja, never mind. Wo will ich die Tür platzieren? Okay. Morgen, du kannst die Kohle raushauen. Da. Und die Cola kannst du auch raushauen. Ein Fenster? Ein Cola-Automat. Ich hätte gerne Cola. Gib mal ein Schlückchen. Warum brauchst du Fenster? Was heißt hier von Fenstern was? Innerhalb das ist doch sehr einer Behausung? Ich meine, das ist schon cool. Ich mag sitzt sowas. Da der Supervisor drin, der mal rauskommt, ob die Mitarbeiter cool. gut arbeiten? Nein, der ja, hat die Tür im Blick. Yeah. Ich meine, es ist typisch Büro, dass überall so Fensterwände und Türen sind. Dann mach den Schreibtisch aber auch so zum Fenster hin, damit er rauskommt. Dass man nicht in so einer Besenkammer sitzt. Ja, perfekt. Oh mein Gott. Jeder, der reinkommt. Hallo. Er sitzt doch nicht direkt davor, aber er kann schon drüber schielen. Seid ihr alle fleißig? So, es ist wichtig zu wissen, dass der Mitarbeiter Bedürfnisse haben. Diese, die erfüllt werden sollten. Unzufriedene Mitarbeiter neigen dazu zu kündigen. Daher ist ein Aufenthaltsraum und ein WC für jedes Studio ein Muss. Okay? Dann klicken Sie. Was? Den Entwicklungsraum zuweisen. Ach so, okay. Das heißt, ich heb ihn hoch und dann du arbeitest jetzt. Oha. Ich wollte gerade sagen, er geht direkt ins Werk, aber er schläft. Der ist Fleißmoment. Das ist der einzige Stuhl. Ah, das geht nicht. Wo ja, ist er hin? Ja, genau, mach den da in die Ecke. Yeah. Und kann man immer sehen, wer gerade. Nein, ich kann keine Tür reinmachen. Will. Und dann mach noch ein Fenster rein, dass man in den Aufenthaltsraum reingucken kann. Warte, jetzt kommt so ein. Warte, warum kann ich das jetzt nicht bestätigen? Du musst doch eine Tür reinmachen. Oh. Oh, ich kann aber, ja immer sehen, wer sich zum Klo schleicht. Aber man darf sich da nicht aufhalten. Nee. So, genau geguckt, es soll, wie lange wir machen was da das da. Fenster und da die Tür. Okay. Kann man reingucken, ob besetzt ist. So, Toilette. Das ist der wir Sinn brauchen nur ein Toiletten. Waschbecken, oder? Ja, ja so stelle ich es mir vor. Ah oh, ja, okay. Stellt's euch einfach vor. Jeder, der da vorbeiläuft. Da ein Waschbecken, Hände wäscht sich eh niemand. Mülleimer daneben irgendwo. Versperr den Weg. Da ist schon Platz, ich kann den Weg nicht versperren. Ein Wasserspender. $300 für einen Mülleimer. Ich meine, ja. Stimmt, was ist das für ein Mülleimer? Ich meine, natürlich kann man... Eine Tropfpflanze 300. Moment, da ist bestimmt schon inbegriffen, dass jemand den ausleert und dafür bezahlt wird. Das könnte sein. Ja, da haben wir noch ein paar Tropfpflanzen. $300 für sowas bezahlt. Warum ist da unten eigentlich ein Weihnachtsmann in deiner Leiste? Da? Oh, da. Das ist Weihnachten. Weihnachtszeit, 15... Oh, es ist Weihnachten gerade. Das ist wirklich du. Weihnachtszeit. So, warte. Jetzt kommen wir endlich zur Spielentwicklung. Um einen Raum, eine Aufgabe zu geben, klickt den Button über den gewünschten Raum. Okay. Oh, wir wollen ein Spiel entwickeln. Selbstverständlich. Yeah. Neues PC- und Konsolenspiel nehme ich an. Mhm. Okay. Mhm. Guck mal die zufälligen Namen. Spieltyp-Standardspiel. Das scheint soweit relativ sehr ähnlich wie Game Dev Tycoon zu sein. Ja. Oh, Hauptsache Adventure. Was für ein Adventure-Spiel machen wir? Was würdet ihr sagen? Joni Bücherclub. Weiß nicht, was. Ist nicht wirklich ein Adventure. Naja, es klingt mir ziemlich langweilig. Moggy. Oh, wir haben das Komani-Logo. Moggy Island. Ich weiß ja ich nicht. Ich bin nicht gut mit Namen. Adventure. Was ist Abenteuer? Was? Wenn Abenteuer ihr. Pass Zeit. Auf, schließt die Augen. Ja. Schließt die Augen, okay? Und dann hört ihr das Wort Abenteuer. Was seht ihr? McDonald's. One Piece. Adventure Time. Ich habe nicht wirklich McDonald's gesehen. Burger Time. Nein, Burger Time gibt's schon. Adventure Time Burger. Abenteuer. Adventure King. Das gefällt mir. Wir sind der Adventure King. Adventure. Adventure King. Der König des Abenteuers. Ja. Ja. Ohne Engine, okay. Main Plattform. Marktanteil 100%. Ich meine, es gibt nur Heim-PCs hier gerade, deswegen. Okay. Das erleichtert uns die Auswahl. Nennen wir es Heim-PC, was du ausgibst. ASCII-Grafik, oh yes. Yeah. Speaker-Sound. Primitive KI.
Das und ist natürlich extrem. Primitive Physik. Das aber ist immerhin Physik. In einem ASCII-Spiel. Das ist revolutionär. Unser Spiel wird einschlagen wie eine Bombe. Nur auf Deutsch. Ja, auf jeden Fall Englisch und Deutsch. Genau. Frankreich ist ein großer Markt. Ja, wir werden das neue Ubisoft. Mitnehmen. Ganz rechts. China wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Yeah. Korea, die mögen PCs und Japan. Der Rest hat doch, Pech. Das ist uns egal. Die können Englisch lernen. Ja, die können schon Englisch. Ich meine, man könnte Italien. Sehen wir es dann mit dem Spanisch noch mit. Also, denn der südamerikanische Markt eröffnet sich dann für uns. Das stimmt, das stimmt. Nur Italien, weißt du was? Nein, das ist nicht mein Problem. Ihr macht das schon. Die können Italienisch, Spanisch ist ähnlich. Spiellänge. Spiele damals waren nicht allzu aber, lang. Aber ein Adventure muss lang sein, oder? Also? Also, ich weiß nicht. Wenn man sich ein Gothic brauchen geholt hat, und das bei Story. Ja, Gothic ist ein gutes Beispiel. Level-Design brauchen wir gar keins. Ich finde, wir brauchen sehr viele Dialoge von NPCs. Wo steht Innovation das? Das steht da nicht. Okay. Character-Design, ich denke, das ist auch nicht wichtig. Innovation? Wir sind sehr innovativ. Wir müssen die Sachen hochschrauben, die halt auf so einer primitiven Hardware auch wirklich Sinn machen. Da ergibt nichts Sinn, ehrlich gesagt. Nee. Doch, Innovation zum Beispiel kann man ja, da ja schon machen. So. Das ist sehr wichtig, denke ich. Wir haben noch einen Punkt. Ist mehr für Core-Gamer natürlich. Sehr für Core-Gamer, ehrlich gesagt. Jugendfrei. Wir gönnen uns heute was. Oha. Aber dann und Spiele aus der Zeit waren immer schwer. Ein Punkt hast du noch, ich würde noch Spiellänge einen höher schrauben. Ja, machen wir Spiellänge noch einen höher. Okay. Adventure. So, Gameplay. Yeah. Grafik ist okay. Technik und Sound können auf jeden Fall runter. Ja, ich denke, das ist okay, ehrlich gesagt. Das ist okay. Ich würde fast sagen, Sound ist wichtiger als Grafik auf diesen alten Hardwares, weil man dann später sich so denkt, oh mein Gott, der Soundtrack, wisst ihr noch? Ich meine, ja, wenn wir gerade für Amiga-Konsolen und sowas produzieren, dann die wollen guten Sound haben. Klingt wie Keygen-Music. So. Tastatursupport, Pause. Ja, wir wollen beides. Yeah. Es ist nicht so, als ob wir uns leisten können, was auszulassen. Benötigt das Gameplay-Feature In-App-Käufe. Naja, wir haben keine In-App-Käufe, das ist okay. Nee. Grundkostentechnologie, Content und Features, yep, wird stimmen. Fangen wir an. Es muss ein Hauptthema gewählt. Ja, haben wir doch. Oh, ein Hauptthema. Nein, haben wir nicht. Oh, stimmt, das Thema. Adventure King. Hätte Raubtiere gewählt. Warum ist da Früchte als Auswahl? Früchte, das Geile. Naja, wir haben kredenzen ja auch Lebensmittel da beim Adventure King, ne? Ja, und zum Beispiel Bubble Bobble, dein erstes Videospiel. Ja, stimmt. Absolut richtig, ja. Das hatte Früchte. Okay. Das wird Früchte tragen. Oh, warum umbenennen? Morgis Zentrale. Hauptzentrale. Oh Mann. Okay, jetzt bin ich gespannt, was er aus dem Spiel macht. An sich ist es stell die höchste Geschwindigkeit. Man kann die Geschwindigkeit hochstellen. Ja, jo, Sieger Sound. Oh, schau ich das. Sie haben sogar den Soundeffekt gemacht, so ein bisschen großes so Gebäude. Für diese Ein-Mann-Aktion gerade. Das ist eine Garage tatsächlich. Ja. Deswegen haben wir ein Garagentor. Meine Garage ist auch so. Ja, yeah, meine. Ich meine, hier war ein Auto drin, was wir verkauft haben. Okay, Spiel fertiggestellt. Adventure King. Die nötigen Arbeiten an dieses Spiel wurden abgeschlossen. Es ist bereit für die Veröffentlichung. Du kannst noch weiter im Spiel arbeiten und die Verbesserungen vornehmen. Da sind Bugs drin. Wollen wir einen Publisher suchen? Mitte. Okay. Vergütung 9 Dollar? Was? Geben wir ab oder kriegen wir? Geben wir ab, oder? 9 Dollar pro. Du hast es jetzt einfach so gepublished, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die ganzen Bugs. Oh, warte. Werden die schon umgehen. Die Verkaufszahlen deiner Spiele hängt nicht nur mit der Qualität zusammen. Ein übersättigter Markt, ein Trend oder eine unbeliebte Konsole können die Zahlen beeinflussen. Wie viele Spiele zur Zeit erhältlich sind, welche das Genre. Ja. Niemand macht Spiele aktuell. Und es hat eine MGSR von 16. Was? Warum? Oh, Trash! Oh, der Sound! Schau dir den Sound und die Steuerung an.
Die ersten Minuten macht das Gameplay fast schon Spaß, danach wiederholt sich alles. Die Grafik ist teilweise unterirdisch, teilweise sehr brauchbar. Der Sound unterstützt die atmosphärische Konter, fehlt es aber an der Brillanz. Die Steuerung besteht lediglich aus A und B. B brauchen sie nicht. Seien wir ehrlich, es gibt hier noch bessere Spiele. Das ist doch Bullshit. Was haben die denn für Ansprüche damals gehabt? Also dafür, dass das noch ein junges Medium ist, sind die schon ziemlich zynisch, muss ich sagen. Ja, ich wollte gerade sagen. Die kennen doch gar nichts, was gut aussieht. Ah, shit, ey. Ich hoffe, wir kriegen die 30k wieder rein. Also, falls dein Spiel nicht deine Erwartungen erfüllt, musst du nicht enttäuscht sein. Du kannst zum Beispiel eine Forschung errichten und neue Features für deine Spiele freischalten. Später kannst du auch fortschrittliche Räume wie Grafik- oder Soundstudios bauen, um deine Spiele weiter zu verbessern. Also ich habe ja auf jeden Fall eine Runde forschen. Ich habe ja in der Spielhalle Space Ace gerade gespielt und das Spiel sieht nicht grafisch so gut aus wie Space Ace. So kann ich hier nicht. Oh, dann können wir nicht eine Marketing-Kampagne durchführen. Können wir nicht einen Kurzauftrag machen? Ja. Treiber entwickeln. Grafik-Engine optimieren. Oh, das ist echt viel, was man da bekommt. Optimieren wir das Audiosystem. Ich bin mir sicher, da werde ich schnell genug sein. Das Audio ist unsere Stärke gerade. Yeah. Dafür haben sie uns gelobt. Das dafür war einfach nur das Spiel. Ach, das schaffen wir. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Stärke des Charakters ist oder ob das einfach nur, dass wir die Regler da richtig geschoben haben. Nein, ich meine nicht vom Charakter, ich meine von unserem Image. Achso. Dass unsere Spiele guten Sound haben. Wir haben eine Erfolgsquote von 100%. Jedes unserer Spiele hatte bisher einen guten Sound. Viele Fans sind von der Grafik von Adventure King enttäuscht. Viele Fans sagen, wir stören von Adventure King. Was für Fans? Aber okay, wir haben wieder ein bisschen. Warte, ich habe $388.000 noch. Okay, das reicht erstmal. Das Spiel hat minus 27.000 eingebracht, aber ich würde fast sagen, wir machen direkt noch eins. Können wir nicht das Spiel portieren? Oh nein, wir wollen Adventure King nicht. Nein, das wollen wir nicht. Wahrscheinlich brauchen Abenteuer-Games immer eine gute Grafik. Was ist, wenn wir Adventure King 2 machen? Nein. Was ist, wenn wir es lassen? Ich bin bereit dafür. Ja, okay. Ich bin auch. Wir werden erstmal das Hauptgenre. Ich meine, wir haben immer noch nur Adventure. Wir machen in 20 Jahren Adventure King. Schätze es gerade. Oh, das ist gerade hoch, okay. Adventure King Returns. Nein, also wir müssen weg von Adventure King, das war ein Flop. Ja, später auf jeden Fall. Ja. Nennen wir es Adventure Queen. Das ist ein deutsches Spiel. Die Asiaten lieben sowas, wenn wir es Abenteuerkönigin nennen. Oh ja, oh, das stimmt. Abenteuer. Wow. Nee, ich versuche es gerade auszusprechen, als wäre es in einer dieser Schriftarten. Königin, wie würde das funktionieren? Alle Sprachen. Königin, alle Sprachen einfach. Ist super günstig zu holen, wir nehmen einfach alle mit. Ja. Kann sich die ganze Welt. Wir haben nicht Pö. Endlich kommen die Italiener auch auf den Geschmack. Wir haben aber keine Engine benutzt, ne? Warte, okay. Die Grafik wurde bemängelt. Das heißt, wir investieren jetzt in Grafikdesign. Das Gameplay hat sie nicht überzeugt, dass wir da was gemacht haben. Das heißt, da machen wir auch mehr. Sound wollen sie auf jeden Fall auch. Technik 0, das wäre ganz schlecht. Ich würde sagen, Grafik voll, Sound machen wir ungefähr mittel, Gameplay ein bisschen mehr hoch und Technik bleiben wir dann so. Also Gameplay noch hoch, dann macht Sound ein bisschen weniger. So? Ja, genau. Ich bin ehrlich, in diesem Zeitalter hätte mich ein Spiel, wo es um Abenteuer geht und was einen guten Sound hat, mehr mitgerissen als eine gute Grafik. Aber das ist eigentlich bei Adventure egal. Das ist nicht so wichtig. Wir versuchen es einfach mal so. Spieltiefe, ja. Spiellänge muss nicht so viel. Zugänglichkeit. Ja, die muss höher. Die haben alle wegen der Steuerung gemeckert, oder? Ja, stimmt. Ja. Ja, okay. Innovation. Und niemand hat was zur Innovation gesagt. Ja. Story hat auch jemand was gesagt, das heißt... Story brauchen wir auch nicht so viel. Ich würde sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Level-Design und Missionsdesign. Character-Design muss nicht besonders gut sein, denke ich. Nee, ich denke auch nicht. Ich würde außer unsere Level Königin Design. Ist. Außer ja, was würde das machen? Die Sache ist, sie haben immer noch über die Grafik gemeckert. Und den Charakter sieht man aber Level Design. Das sehe ich nicht für Adventure. Wo ist denn der Unterschied zwischen Missionsdesign und Level Design? Level Design ist doch das, wo der Spaß herkommt. Nicht das ja, genau. Das ist das, wo das Gameplay ist. Ich würde sogar sagen, Story und Character Design ein bisschen runter. Level Design ist nicht optisch gemeint. Ja. Yeah. Okay. Yeah. Also, wir werden uns mehr an Casual Gamer richten, okay? Oh, pff, ja. Was heißt dann Missionsdesign, wenn Level Design
auch da steht. Das ist die Frage. Level Design ist das Level. Missionsdesign ist sowas wie Quests oder so. Alter, ich dachte gerade, du sagst jetzt Level Design ist das Level, Missionsdesign ist eine Mission. Ich hätte dich. Aber wir haben vorhin Tastatursupport und sowas gar nicht angemacht. Oh. Kein Wunder, dass die Störung schlecht war. Mhm. Okay. Ich bin auch nicht mehr überrascht. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja. Hätten wir mehr auf Character Design gesetzt, dann hätten wir jetzt dann wäre unsere Königin die neue Lara Croft. Warum ist Shortcut dafür Alpha 2? Was soll Alpha 2 für eine Taste sein? Ich meine, Lara Croft hat schon sehr davon profitiert, wie sie die Character designt haben. Oh ja. Gleich haben wir es. Ich muss sagen, das Spiel zu entwickeln ist an sich. Es sieht nicht so befriedigend aus wie ein Game Dev Tycoon. Da gehen nicht die Dinger hoch, ne? Okay. Die Verkaufszahlen von. Oh, ist Adventure King. Die Verkaufszahlen von für Adventure King blieben zurück. Daher wurde das Produkt aus dem Handel genommen. Wochen im Verkauf 10. Höchste Chartposition. Chartposition 1. Gesamtverkäufe 242. Wow. Man könnte sagen, der Videospielmarkt war damals noch nicht so groß. Und unser Studio, das wir hier machen, das ist sehr. Sind der einzige auf der Welt, der sowas hat. Ich meine, wir waren auf Nummer 1 Hit. Ja. Was schon? Es gab aber auch keine Konkurrenz. Okay, jetzt müssen wir die Bugs erstmal wegmachen. Ich glaube, wir haben viel zu viele Bugs auch reingeballert. Besser als E.T. werden wir schon gewesen sein. Ich weiß ja nicht. So. Entwicklung fortsetzen. Genau, Polishing. Perfekt. Hey! Hey! Ja. Sofort zurück an die Arbeit jetzt. Ja, hat sich nur mal kurz die Beine vertreten. Meint ihr die Bugs noch raus? Sowas gibt's hier nicht. Wir haben ein Fenster. Ich weiß es nicht. Bisher verbessert er nur die Werte und macht keine Bugs weg. Aber ihr habt recht, er ist wirklich sehr stark auf Sound ausgelegt. Hat er sich gerade in die Tür gestellt, um ein Buch zu lesen? Ja. Es wurde gerade irgendeine Zeitung veröffentlicht, ich weiß nicht welche. Oha. Sie weiß, wer veröffentlicht das Spiel, da gehen keine Bugs raus. Entwicklung abschließen. Wollen wir einen Publisher suchen oder wollen wir es einfach... Oh, ich kann nicht selbst betreiben, wir brauchen einen. Publisher hat uns geholfen, die Sachen zu verkaufen. Wir können nicht ohne einen machen, also... Ja, seltsam eigentlich. Achso, weil wir noch nicht groß geworden sind. Ja. Okay. Stark. Okay. Abenteuerkönigin hat von der MGSR folgende Alterseinstufung erhalten. Mein, wieso war das nicht so? Oh, was? Yes, was? Oh. Aber wir sind ein bisschen besser geworden, oder? Ich dachte, es war gut, aber es war ja wieder... Oh mein Gott. Ich meine, nein, ich glaube, vorhin hatten wir jetzt 28%. Warum hat Grafik so wenig Prozente bekommen? Wir haben doch voll aufgedreht. Die auf die Bretter gehen. Dann liegt es daran, dass unser Entwickler einfach forschen muss und besser werden muss. Wir haben einen schweren Start. Okay, wir bauen eine Forschung. Das Gameplay ist sehr einfach, was kein großes Spielerlebnis verspricht. Mehr Liebe zum Detail hätte dem Grafik nicht geschadet. So ist es unterdurchschnittlich. Die Klangwirkung ist der Konkurrenz noch etwas hinterher. Was? Die durchschnittliche Steuerung benötigt etwas Einarbeitungszeit. Seien wir ehrlich, es gibt genug bessere Spiele. Was ist das für ein Müll? Wir haben eine neue Engine für den Sound gemacht. Wir haben gar keine Engine gemacht, das ist das Problem. Wir sollten vielleicht mal eine machen. Ich dachte, wir hätten für Audio irgendwas entwickelt. Und was für Konkurrenz? Nein, wir haben gar keine Engine. Welche Konkurrenz, wenn wir Sharp-Position 1 waren die ganze Zeit immer? Oh, kostenloses Update für das Spiel, nein. Wie kann ich ihn denn trainieren? Ich weiß nicht, braucht man eine Forschungseinrichtung zum Forschen? Keine Ahnung, wir machen mal eine eigene Engine. Ja. Yeah. Okay. Nennen wir sie. Ihr denkt euch was aus. Ich schaue währenddessen das Zeug an. Die Amazoniware. Ja, ich meine, irgendwas mit Ware ist nicht verkehrt. Oh, ja, wir können die Stell dir vor, für 20.000 Engine verkaufen. Gewinnbeteiligung 10%, da kauft die niemand. Ich hab keine Ahnung, wie machen sie so? Ich weiß es nicht. Das Brett. Aber dürfen wir sie denn noch benutzen? Wenn wir sie verkaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann nichts... Ich kann keine Features einbauen. Okay, ich glaube, wir müssen erst forschen, bevor wir was machen können, oder? Ja, wie forsche ich? Du musst ein Forschungslabor oder so bauen. Ja. Oh. Ah, yeah, da ist es. Ey, yeah, warum sag ich dir das erst jetzt? Ich hab das gerade gesagt. Ich hab's ja auch nicht gewusst. So, wir bauen hier eins rein. Und dann brauchen wir eine Tür. Die machen wir hier gegenüber zum Klo. Dann brauchen wir ein Fenster. Hier, damit man den Eingang beobachten kann. Und du natürlich auch ins hier. Vom Klo schauen. Und damit man noch rausschauen kann. Huhu. Okay.
So, Arbeitsplatz, der ist schon mal ganz wichtig. Der kommt hier hin, damit er nicht zum Fenster hinschauen kann. Was bringt ein Schrank? Wir sind, wir sind Mitarbeiter motivierter, wenn sie in einem schöneren Büro arbeiten. Ah ja. Ich meine, ja. Ein Schrank und Fernseher. Oh, der lenkt ab. Steht mir zwar, egal. Einfach nicht lesen, was dran steht, einfach machen. Der Fernseher darf nicht. Der kommt hinter Fernseher darf nicht laufen, der steht da nur zur Deko. Er ist ein Gamer. Er hat Radio. Oh, das ist, komm schon. Das hat er sich verdient. Ja, das so, ist und dann würde ich aber ehrlich gesagt auch ganz gerne noch hier ein bisschen was reinbauen. Was mit der Kaffeemaschine? Warte mal. Wie kann ich hier da drauf? Okay. Na, warte. Das war so. Und dann. Mhm. Oh, das gilt für alle Räume oder was? Nein. Mhm. Oh. Unten war eine Kaffeemaschine. Das ist bestimmt Motivation. Oh, das ist definitiv Motivation. Ja, jetzt lernen wir das Ganze langsam. Ich weiß, wovon er spricht. Medizinschrank? Der kommt aufs Klo über den Mülleimer. Ja. Yeah. Heizung? Es ist gerade Weihnachten. Also, sie kommt da hinten neben dem Fenster hin. Eine Uhr, damit er sehen kann. Nein. Dann wartet der, wann Feierabend ist. Da guckt du der hast nur absolut auf die recht. Wir brauchen hier Charakter, aber der Charakter ist er, ja. Also. Wir brauchen die Las Vegas-Strategie. Ja, keine Uhr. Er darf nicht wissen, wie spät es ist, damit er einfach weiterarbeitet. Arbeitet einfach 2 Tage durch und geht dann schlafen. Wir könnten goldene Schallplatten aufnehmen. Wir haben keine. Nee. Ja, schon. Oh, Bilder. Ich würde sagen, wir brauchen ein Retro-Bild. Ja. Yeah. Aber das ist nicht Retro. Wir machen die Retro-Bild gerade. Was soll das? Ja, Retro ist in dem Fall ein Kühlschrank oder so. Das ist eigentlich eher die Zukunft, die wir da an der Wand haben. Retro ist in dem Fall ein Kühlschrank aus den 60ern. Machen. Wo ist Platz für die Stehlampe? Überall im Raum. Ja, aber nur nicht da, wo sie hinpassen würde. Wo packt ist sie da hin? Oh mein Gott. Die wird nicht dauernd umgekehrt. Das wäre, ja, das wäre, würde mich so sehr nerven. Ja. Man würde immer gegenlaufen. Oh, pack den Mülleimer irgendwo in der Ecke, damit er laufen muss. Oh, das trägt dazu Fully, bei, der verschwindet dass er unsere Zeit. Wenn er das laufen trägt dazu muss. Bei, dass er weniger aufsteht und auch gar nicht erst mit dem Stuhl nach hinten rückt und so. Oh, stimmt, er ist jetzt gefangen, kann nicht mehr sich bewegen. So, geht wir vor, brauchen neue Genres. Sowas wie. Rennspiele. Geschicklichkeit. Ich will ein Denkspiel machen. Nein, weil, okay. Weißt du, wir machen Rennspiel. Okay. Okay. Ich habe gerade drüber nachgedacht, dachte ich mir, nein, es ist noch nicht an der Zeit dafür. Ich liebe Rennspiele. Nein, für Rennspiele ist an der Zeit, aber. Spiel wurde gespeichert. Spiel wurde gespeichert. Okay. Wir für Verzicht. Wir sparen uns das mal. Das Gefühl, wir sind aktuell nicht bereit für die E3. Ich glaube nicht, dass wir mit der Abenteuerkönigin da so viel Aufmerksamkeit haben. Vor allem ist das Spiel eh schon draußen. Ja. Ich hoffe, die haben sich unseren Namen noch nicht gemerkt. Warte mal, die Verkaufscharts. Wie viel haben wir da verkauft? Ich kann das nicht ganz. Oh. 110. Nein, wo steht das? Oh ja, da verkauft der Einheit 110. Wir haben $990 umgesetzt und 28.000 ausgegeben. Oh Gott. Man muss Geld investieren, um Geld zu verdienen. Aber, aber so wie das gerade aussieht, scheint sich Abenteuerkönigin mehr zu verkaufen. Naja, das andere hat der 273. Ja, wir haben Konkurrenten, die Spiele raushauen. Siehst du das? Ja, Data West. Und Nanko. So. Was mit Engine Feature? Liste ist leer. Gameplay Features. Lokale Highscores, Arcade Joystick Support. Oh mein Gott. Das ist alles so wichtig. Alles. Ja. Wir alles, ja. Support auch, ja. Wir haben es erst falsch verstanden, aber jetzt sind wir im Spiel. Yeah. Also sozusagen vor dem Spiel. Ja, wir haben weniger verkauft. Nach dem Spiel. Oh, shit. Wir konnten uns auch nur 10 Wochen im Laden halten. Aber wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Oh, sobald ein Entwicklerteam ein Spiel released, ist einfach nach dem Spiel vor dem Spiel. Dann müssen sie direkt wieder ran, das ist so richtig. Was für Themen kannst du noch forschen? Das ist einfach ein Hamsterrad. Diese Industrie ist ein einziges Hamsterrad. Was sind die günstigen Sachen da, die man machen kann? Es gibt nur eine günstige Sache. Und die ist mir, wie gesagt, auch zu teuer.
Und Unterjaw. Ja, ich glaube, das ist alles. Das brauchen wir noch nicht. Ja, das ist alles. Aber geh mal in ein Thema rein. Wir brauchen noch ein frisches Thema auch. Ja, das auf jeden Fall. Oh Gott, da muss ich kurz laden. Affen! Ja. Ich will Affen! Wir machen ein Affenrennspiel. Affenrennspiele sollten funktionieren, das wissen wir genau. Affen auf Motorrädern. Ja! Das ist unser Spielename. Donkey Kong, das Game. Affen auf Motorrädern. Hätten die damals gekauft. Da hätten wir noch so ein schönes 70er, 80er Cover, so, ne? So mit einem Affen, mit einer Sonnenbrille. Ja. Und einem Schal. Und mit so einem ganz langen Lenker. Also so eine Lenkstange, die so richtig... Yeah! So eine Harley. Ich glaube, wir sind da was auf der Spur. Ich hoffe mal, dass er übrigens auch ein bisschen besser wird, dadurch, dass er das erforscht, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der levelt auf, aber ja. Wir werden sehen. Er hat inzwischen aber auch schon zwei Spiele gemacht, also er sollte auch ein bisschen erfahren sein langsam. Monkeys Freund, on Wheels. Komm mit. Ah, guck mal, da hast du eine Wette gesehen. Ja, wenn du ihn hochnimmst. Er hat in Musik 0,1 dazu bekommen. Er hat 30,1 da. Und hat er 15,1. Kennen wir nicht. Ich meine, er ist halt ein guter Game-Tester. Ich weiß nur nicht, was uns das bringt. Ja, wir haben vielleicht beim Character-Building auch ein bisschen verkackt. Ja, natürlich. Ja, absolut haben wir da ein bisschen verkackt. Das ist unterstützen. Das ist der Moggy-Run. Der ist halt schwer. Das ist wahrscheinlich einem anderen Mitarbeiter helfen oder so, weiß ich nicht. Was ist bei Sonstiges drin eigentlich? Also Sonstiges war das teure Zeug. Ach so, okay, ja. Haben wir jetzt schon eine neue Engine? Nee. Okay. Aufenthaltsraum. Ja, die Tür braucht jemand mehr. Wir machen einen großen Aufenthaltsraum. Okay. Ja. Es fehlt eine Tür. Ist ja gut. Ich bin ja schon dabei. Aber da kann man gar nicht reingehen, Moggy. Und es fehlt noch eine Tür für einen anderen Raum jetzt. Hä? Die müssen Zugriff zum Flur haben irgendwie. Oh, okay, Moment. Oh Mann. Hier wird gespart und nicht dazu gebaut. Das ist eine gute Lösung. Ich habe letztens erst ein Video darüber gesehen, dass Menschen normalerweise Probleme lösen, indem sie was adden und nicht subtrahieren. Aber Moggy gehört nicht dazu. Ich hoffe, die sind nicht gezwungen, unsere eigenen Spiele zu spielen. Aber das Video war auch Bullshit. Wir sind Gamer. Das da sieht man an den Arcades. Habe ich auch überhaupt nicht zugestimmt bei dem Video, bei der Aussage. Moggy, hau doch nicht die Kohle raus für die drei Automaten, wenn wir ein Spiel entwickeln können. Naja, das ist halt für den Stressrelief. Ja, yeah. Und dann brauchen wir noch einen Sessel, braun. Und wir brauchen noch Blackjack. Ich mag, dass alle hier die ganze Zeit immer durchs Fenster starren und andere beobachten, was sie gerade machen. Oh, was, wenn wir da im Aufenthaltsraum eine Kaffeemaschine haben? Nein, oh Gott. Was, wenn du das Garagentor nutzt und ein Auto kaufst? Wir werden jetzt kein Auto kaufen. Okay, wollen wir nicht eine Engine entwickeln? Wir haben doch jetzt was dazu geforscht, oder nicht? Hamsterrad. Nein, ich glaube, das Zeug sollten wir jetzt schon direkt haben. Die Engine heißt Hamsterrad, wenn wir eine machen. Ja, aber wir haben keine Engine gemacht. Affen auf Motorrädern. Auf Motorrädern. Dafür? Moment. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Es könnte helfen. Für ein Racing-Spiel? Ich finde es interessant, dass sich direkt der Müll einmal selber stört und nicht den Charakter. Haben wir schon. Engines entwickeln. Haben wir schon so einen Chip, der so ein bisschen dreidimensionalen Stuff zulässt? Ah, hier können wir aber noch nichts machen bei der Engine. Oder sind wir noch nicht an dem Punkt? Naja, noch lange nicht. Dann ist ein Racing-Game wirklich eine schlechte Wahl. Aber nein! Da kommen die alten Racing-Games. Können wir unsere Engine upgraden? Ja, die gab es damals alle und sie waren scheiße. Wir haben ja gar keine. Alle Spiele in den 70ern waren scheiße, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Also, Affen auf Motorrädern. Ja, yeah. Monkeys on Wheels. Monkey. Monkey on Wheel. Ja. Monkey on Wheel. Rennspiel. Hauptthema ist Affen. Perfekt. Seien wir ehrlich, die Zielgruppe sind Kinder. Yeah. Und Teenager. Ich kann nur eins tun. Dann kann ich beides wählen. Wir machen Kinder. Na, Teenager, es ist der Affe mit der Sonnenbrille. Ja. Ulala.
Können wir eine Engine können vielleicht eine Engine kaufen? Genau, können wir eine Engine kaufen? Ja. Erwerben? Engine erwerben? Da, da steht's. Nein. Oh, okay. Ist dann hat noch niemand eine Engine. Ich denke, wir bleiben bei der gleichen Konsole, denn die haben beide irgendwie einen Marktanteil von, Moment, aber die haben 3,1 Millionen Leute und das haben 0,2. Ich meine, das ist nicht mal ein Wettbewerb. Ich glaube, wir sind auch noch nicht in dem Zeitalter, wo eine Engine was bringt. So, hier können wir auch noch nichts anderes machen, oder? Also aber wir lokalisieren für alle Sprachen, ne? Boah, da sind wir eigentlich so gut aufgestellt, dass selbst wenn es einfach schlecht läuft, müssten wir Verkaufszahlen machen dadurch. Okay, jugendfrei. Casual. Oh, easy. Gamer. Ja, okay. So, Gameplay Spiellänge. Muss voll. Oh nicht ja. So Spiellänge muss nicht so viel. Ja, ja, Steuerung und so muss richtig gut sein. Grafik muss gut, Sound muss auch ein bisschen. Ja, Zugänglichkeit. Sound, ja. Schwer zu sagen. Können wir eigentlich über die 100% fast sagen, gehen? Gameplay ist wichtig auf jeden Fall. Grafik nicht so. Ja. Ja, aber das ist ein Casual-Spiel. Ich würde fast so machen. Du bist ein Casual-Spiel. Ja. Dann wiederum. Das sieht okay aus. Wir machen mehr Grafik. Okay. So, Spieltiefe. Ein bisschen. Zugänglichkeit. Ja. Sehr hoch. Absolut. Ja. Sehr hoch. Innovation braucht ein bisschen mehr. Story brauchen wir gar keine. Das ist ein Rennspiel. Ja, gar nicht. Character Design lassen wir so. Missionsdesign brauchen wir nicht, aber Level Design. Level Design brauchen wir auf jeden Fall. Ich weiß immer nicht, was das heißt. Charakterdesign Design ist halt das Streckendesign. Nee. Ja, vermutlich. Design ein bisschen weniger. Na, wobei, nee, ist eigentlich wichtig. Mhm. Ich würde so, ja, natürlich, wir brauchen gute Charaktere für unsere. Es müssen ja sympathische Affen sein, die wir haben. Ja. Okay, lokale Highscores, Tastatur Support, Pause Funktion. Wir haben bei uns gibt es alles. Wir haben sie alle. Das wird ein Hit. Ich sag's euch. Wenn wir nicht 30% haben. Weiß ich auch nicht mehr. Komm schon. Ich will jetzt eine Werbung. 30 würde ich echt gerne knacken. Ja. Ey, es wurde 50, Jungs, das sage ich euch. Ich sag 64. Oh. Oh, das ist ziemlich hochgestochen. Bietet jemand mehr? Oh. Aber ich meine. Es wäre interessant, ob wir die Bugs noch rauskriegen können. Ich meine, der Trend ist Mafia und Burgen und wir machen das Monkey on Wheel Spiel. Wer kann nicht jemandem Trend hinterherjagen, okay? Ich glaube, Burgen ist eher ein Antitrend. Mad Games Award. Oh, stimmt, Burgen sind das Gegenteil von dem, was man will. Minus 2000 Fans. Damit haben wir unseren ersten Preis gewonnen. Fans. Haben wir überhaupt so viele Fans? Nee, unten müsste da bei dem Figuren mit dem Herzen sind unsere Fans. Wir haben null Fans. Ja, dann haben wir keine. Ich meine, aber wir haben einen Preis. Boah, so, wir wollen die Entwicklung ein bisschen fortsetzen. Punkten, ne? Auch wenn gerade sah aus wie Bug, da wurde gerade ein Bug entfernt. Oh, ist besser geworden. Good job, Bro. Wir müssen noch mehr Bugs reduzieren, oder? Das beste Spiel, was die je gemacht haben. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben eigentlich Zeit. Komm. Wir haben Zeit, 9, ja. 8. Ich würde gerne die 3 anstreben in Sachen Bugs. Wir wollen ja noch ein bisschen was für die zukünftigen Speedrunner, die irgendwann in 40 Jahren auftauchen werden, drin richtig lassen. Richtig, das stimmt. 5. Jede Sekunde. Ich würde gerne jemand Zweites einstellen. Ich finde interessant, dass Bugs entfernen doppelt so lange dauert, wie das Spiel zu entwickeln. Ja, deswegen macht's auch niemand. Wir haben. Oh, es gibt neues Zeug zu erforschen. Wir sind jetzt fertig. Okay, auf geht's. Sonst sind wir zu veraltet noch. Bevor der Technikstand uns vernichtet. Epicsware. Epicsware will nicht so viel an Vergütung, da können wir wieder mehr Geld machen. Und wir haben mehr Marktstärke. Aber guck mal, rechts ist so ein Lenkrad, was heißt das? Oh. Fanbase-Rennspiel. Nein, dann gehen wir zu denen. Okay, das müssen wir machen. Komm schon, Monkey. Ich hab was gemacht. Komm schon. Ihr habt null. Was? Yes! Oh yeah! Sehr stark. Warum zählt die Grafik mit dazu? Ach Gott. Der Spielspaß schwankt mehr als ein Pendel, hat aber so seine Momente. Die Grafikeffekte sind wenig spektakulär, erfüllen aber ihren Zweck. Das Spiel zeichnet sich durch eine gute Sounduntermalung aus. Mit etwas Übung kommt man mit der Steuerung zurecht. Hier und da ist etwas fummelig. Fazit, ein unterdurchschnittliches Spiel, welches rasch langweilig wird. Ach komm schon, der letzte Satz hätte nicht sein müssen. Na, das war immer noch ein 44er-Spiel. Außerdem, was sollte diese Grafik-Sache? Na, ich meine,
Eigentlich brauchen Rennspiele extrem gute Grafik. Wir haben keinen Controller-Support. Rennspiele gehören zu den bestaussehendsten Spielen. Direkt in der ersten Woche 331 verkauft. Mehr als beide anderen Spiele zusammen. Oh, jetzt geht's los! Okay, das 883. Das rettet uns vor dem Bankrott, Jungs. Na, nicht mal fast, aber. Doch, das bringt uns vielleicht ein paar Fans. Bankrott gehen wir noch. Engine-Features können wir machen. Ja. Vielleicht sollte ich ein bisschen Auftragarbeit annehmen. Es ist nur noch minus 13.000. Minus 10.000. Das sind gewaltig reduzierte Verluste. Was machst du da? Wir können wenigstens weitermachen. Haben wir dir erlaubt, dir die Hände zu waschen? Sag mal, du weißt, dass das Klo überwacht wird, oder? Durchs Fenster. Weißt du, was ich zahlen muss? Für Kameras haben wir hier kein Budget. Oh, Denkspiel Skateboards ist frei. Wir kommen gleich ins Plus. Wir kommen gleich ins Plus. Yes. $900! Wir haben Gewinn gemacht! Was zur Hölle sind das für Trends? Skateboards sind total der heiße Scheiß, aber gehen wir weg mit Fahrrädern. Bist du mit dem Fahrrad? Bist du gerade mit dem Fahrrad zur Schule gekommen? Das sind die cool Kids, ey. Oh Gott, sind so viele neue Forschungen verfügbar. Das war der Teil der Geschichte, wo die Skater in den Skateparks die BMX da verprügelt haben. Checkpoint Secrets. Wir brauchen Arcade Joystick Support. Du kannst unten auf alles automatisch erforschen auch klicken. Oh. Moment. Starte Automatik. Ich meine, das wird unser Leben erleichtern, weil ich weiß, das brauchen wir erstmal, bevor wir konkurrenzfähig sein können. Yeah. Ertragen und überleben. Richtig. Wir sollten dann gucken, ob wir Skateboard lernen können. Ich weiß nicht, Skateboarding lernen ist ein bisschen schwer. Es gibt eine neue Plattform, der Byte 2. Oh, wir haben plus 12.000 gemacht. 5.000 Kopien davon haben wir verkauft. Mein Gott. Wolltest du nicht jemanden einstellen noch? Ah, du brauchst noch einen Tisch, ne? Ich finde so... Oh, ich kann gleich noch mit der... Oh, ich kann jemanden suchen! Oh mein Gott! Yo, Stellenangebote. Hier. Yeah. Oh, der ist David so viel Tyler zu teuer für uns. Echt viel Geld. Können wir uns nicht leisten. Ja, pass auf, wir brauchen aber auf jeden Fall jemanden... Grafiker. Wir brauchen zum Beispiel keinen Quintus Nomvevi. Wir brauchen auf jeden Fall keinen Spieletester, das stimmt. Ja. Wir brauchen Game Designer. Was seid ihr von Joshua Rooney? 1.800 Dollar und er hat ein 30er Grafikdesign. Ja, nehmen wir. Sieht aus wie ich. Das wird langsam hier zu so einer Bartlatzen-Gang, habe ich das Gefühl. Ja, der ist dabei. Sag mal, seid ihr irgendwie Nachfahren von den Tempelrittern oder was ist hier los? Der hat keinen Schreibtisch. Wie baue ich denn? Warte. Entwicklung? Nein. Warte, wie? Wie mache ich das Baumenü auf? Mach mal normale Geschwindigkeit. Bei dem Einkaufswagen? Brauchst du einen Einkaufswagen vielleicht? Vielleicht im Einkaufswagen? Im Einkaufswagen vielleicht? Nein, Forschung? Oh ja. Bestände kaufen, ja. Arbeitsplatz. Da ist noch Platz. Ja. So, und dann, er braucht auf jeden Fall viel Pflanzen um sich. Ja, wir haben überall Pflanzen reingestellt, bis auf den Aufenthaltsraum. Das heißt, ja, er wird das überstehen. Bei der Entwicklung zweiten Arbeitsplatz. Er mag seine Pflanzen. Das heißt, ich werde ihm da was Schönes machen. Yeah. Stell einfach Pflanzen um ihn herum, dann fühlt er sich wie zu einfach Hause. Einfach vorhin aufstellen, dass er sich mal angucken kann. Die kann er sich kümmern dann auch nebenbei. Glaub mir, das wird noch lustig im Laufe des Entwicklungsstadiums. Der wird sich noch pieksen. So, ich würde auf jeden Fall sagen... Entwickelt er jetzt mit? Sobald die Zeit reif ist, soll... Ja, er macht mit. Oh, also, es geht so viel schneller! Sobald wir ins 16-Bit-Zeitalter kommen, was noch ein bisschen hin ist, werden wir den Fun Racer erfinden. Und dann kommen die Monkeys zurück. Yeah. So, was wollen wir denn für ein Thema? Willst du in Skateboards reingehen oder meinst du, der Trend ändert sich so schnell? Ich würde sagen, wir machen. Ja, ich würde sagen, dass wir Skateboard-Rennspiel machen. Nein, pass auf, Skateboards waren schon sehr lange der Trend. Ich glaube, das wird sich bald ändern. Okay. Oder? Ich würde Cowboys machen. Ja, aber hier das Bogending davor, das war auch voll lange da. Hey! Oh, ihr holt was aus dem Medizinschrank. Oh, plus 15.000. Der braucht ein bisschen Aspirin. Sehr gut. Wir haben noch keine Fans. Schade. Haben wir eine Pflanze in dem Raum drin? Oh. Tut mir leid. Ich hol dir gleich eine Pflanze.
Und deswegen hat er die Aspirin geholt. Tut mir leid, da ist nicht genug Sauerstoff. Da ist mach eine doch ein Fenster auf! Nein, hast... das geht nicht. Die Fenster sind okay, nicht eine zum reicht. Aufmachen da. Du hast sogar zwei davon. Mogi, was machst du da? Der Mitarbeiter friert. So. Oh oh. Oh oh, wir haben eine Heizung. Oh, warum ist das denn so kompliziert? Können die nicht einfach arbeiten ohne Elektroheizung. Hier. Was haben die denn für Ansprüche? Die können auch von zu Hause arbeiten. Ja. Was willst du mir sagen, die Garage ist kalt? Was machst du jetzt? Was soll denn das? Ich meine, ich denke nicht, dass von unserem Mitarbeiter das sein Zuhause ist, Pulli. Nein, also. Alles verkauft hierfür, doch. Der hat eine halbe Million Dollar. Stark. Wie auch immer er an so viel Geld gekommen ist. Ich meinte den, der jetzt gerade dazugestoßen ist. Können wir keine Engine-Sachen wirklich... Kannst du die Engine upgraden, vielleicht? Updaten? Ja, wir haben ja keine gemacht, es existiert ja wir können die Line-Rails machen. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir. Wie wollen wir... Wer war der Name für die Engine? Hamsterrad. Hamsterrad. Yes. Nein, ein Hamster Red. Ah, und für die Byte 2 müssen wir. Oh. Ja, oh, ja, aber die Byte 1 hat. Was ist denn doch DevKit erwerben? Kannst du für Byte 2 ein DevKit erwerben? Hamster Wheel. Weil wegen Wheel Monkey on Wheel. Oh, yeah. Aber. Hm. Marktanteil ist am besten beim Astra Arcade. Den Sachen. Ja, aber ansonsten der Byte 2, der kam gerade raus. Der wird noch steigen, oder? Ja, der Byte 2, der wird steigen. Aber dann wir sagen, wir holen uns den Byte 2 noch. Boah, der ist internetfähig. Yeah, der hat schon zwei Byte? Den brauchen wir. Zwei okay. Byte sind 16 Das wird die Spezialplattform. Naja, da fühle ich mich nicht bereit. Ich würde lieber auf den Byte... Nein, Byte 2 ist die Zukunft. Nein, nein, wir gehen auf für Byte 2. Warte, zwei Byte sind tatsächlich 16 Bit, oder? Ich denke. Ja. Okay. Ja. Dann legt mal los, Jungs, und danach wird ein Spiel gemacht! Wieso wurde der Katari 2600 rausgebracht in dem Moment? Weiß nicht der ganz Katari ist erstmal egal. Der wird immer egal sein. Okay. Aber der Yakari dahin entgegen. Leitender Designer, also. Ja. Ja, er natürlich, nicht du. Der wird erfolgreich. Oder? Ja, er ist so viel besser darin. Zielgruppe? Teenager dieses Mal. Mhm. Skateboards. Hauptgenre. Rennspiel. Yeah. Hauptthema. Sind alle ziemlich unpopulär. Mhm. Ich wünsche, wir wären auf Skateboards nicht, gegangen. Sind die Sterne nicht Dinge, die wir einfach nur besser können? Naja, ich glaube, ja, aber ich meine die Leiste daneben. Achso, ja, stimmt. Aber hier ist grün ja auch gut. Vielleicht heißt, wenn es gelb wird, dass es dann übersättigt ist oder so. Das stimmt. Jeehaw aus dem Ponyhof. Ach komm. Ich hab keine Ahnung. Aus dem Ponyhof. Ja, wir reiten aus dem raus. Das Leben ist kein Zuckerspiel. Aus dem Ponyhof. Ohne Engine? Tja, nicht Hamster. Mit mir. Main-Plattform? Wir gehen auf den Byte 2. Können wir leider kein Multiplattform-Spiel machen. Das hat sich aber kaum verkauft aktuell. Jetzt machen wir ein Cowboy-Spiel mit einer Engine auf dem Ponyhof. Aber ganz ehrlich, wenn jeder, der die Byte 2 besitzt, das sind 0,7 Millionen, das Spiel kauft, dann ist es doch für uns gut. Ja, aber es geht ja ums Potenzial. Was, wenn wir das für die Byte 1 machen, aber für die Byte 2 portieren? Oder das heißt, umgekehrt. Wir gehen auf die Konsole, die Leute schon haben. Wir können aber auch umgekehrt das Ganze machen. Ja, wir können es auch umgekehrt machen. Ich würde nämlich erstmal für die Byte 2 machen. Okay. Okay. Also machen wir einen Downgrade, einen Downport. Warum kann ich mir diese Dinge nicht einfach merken oder so, wie vom letzten Mal? Stört mich ein bisschen. Ja, geh doch mal auf die Zettel da unten, unter dem Lenkrad da. Vielleicht kann man das importieren von letztem Mal. Das ist Spielberichte ansehen. So, Montagmobil. Und da siehst du, was du eingestellt hast. Designeinstellungen kopieren, nehme ich an. Ja, wir können das kopieren und anpassen. Aber wir sollten nochmal gucken, was die Scheiße fanden und dann das vielleicht verbessern. Yeah. Die Grafik war wohl nicht so interessant auch. Aber das liegt vielleicht Sache bei unserem Mitarbeiter halt. Ich würde sagen, wir haben an sich das alles gut gewählt.
Das Problem war nur, dass unsere Angestellten dafür nicht bereit waren. Vielleicht machen wir ein bisschen weniger Zugänglichkeit und dafür irgendwie ein bisschen mehr Spieltiefe oder so. Ja, aber wenn das Spiel extrem tief ist und du dabei da nicht reinkommst. Ja, aber es ist ja immer noch extrem zugänglich. Es ist immer noch sehr zugänglich. Ja, das stimmt. Ja, machen wir das. So, wir wollen das. Das, los geht's. Das wird scheiß teuer, aber. Moment. Keine Pause-Funktion? Auch. Yeah. Ich dachte, die werden standardmäßig aktiviert oder so. Gut, okay. Dann mal schauen, wie es laufen wird. 48.000 holen wir da locker wieder rein. Oh, die machen das schnell. Ich meine, es ist ein Cowboy-Rennspiel. Wir haben so viele Grafikpunkte. Was zum Fick? 50 jetzt schon. Oh, yes! Der Typ hat's drauf. Ich hoffe, wir knacken jetzt die 50%. Das Spiel Guck mal, Byte 1 vom Markt genommen. Gut, für den Byte 1, meinte er. Lass danach porten. Leute haben die aber zu Hause. Es ist ja immer so bei einem Generationswechsel. Leute, ja, Leute haben die neue Konsole jetzt noch nicht unbedingt sofort. Oh, 26 Bucks, da ist mehr drin. Aber es waren auch zwei Leute am Arbeiten. Cool, Lease-Game zu werden, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Sollte schon unter 10 laufen am besten. Ja. Oh, guck mal, Gameplay fast 100. Adventure Game Engine 2 können wir jetzt kaufen. Die würde ich mir vielleicht mal anschauen. Nachdem wir ursprünglich ja mal Adventure-Spiele unser Ding waren. Vielleicht können wir den Adventure-Bube da machen. Wir nehmen dir erstmal einen Schluck. Also, ich habe erstmal einen Kaffee geholt. Ich meine, irgendwann muss es uns zugutekommen, dass du ein Game-Tester bist. Ich weiß es nicht. Man würde meinen, er kann mit schneller Bugs fixen oder so, aber irgendwie. Oh nein, ich habe eine Befürchtung. Wirklich? Ja, das ist ja eben manchmal. Können wir die Toilettentrophäen auch irgendwo aufstellen? In der Welt will ich leben, wo das schlechteste Spiel 41% hat. Komm, 100 Gameplay noch, komm schon. Ja, ich meine, du musst dir vorstellen, alle Gameplay, anderen Spiele, die du kaufen konntest, waren besser als Monkey on Wheel. Ja, es gibt aber auch nicht so krass viele Spiele. Ja, aber das ist doch Bullshit. Oh, wir haben fast keine Bugs mehr. Wo sind die Videospiele, die in der Wüste vergraben werden, weil sie scheiße sind? Okay, wir sind fertig. Ich will nicht mehr länger warten. Jiha, aus dem Ponyhof wird der Durchbruch. Wir brauchen wieder unseren Rennspiel-Publisher, definitiv. Aber cool, da sind 3 Sterne-Leute auch dabei, ne? Ja, aber die sind spezialisiert. Ja. Er ist spezialisiert auf, was ist spezialisiert? Ja, Geschicklichkeit und er ist spezialisiert auf Denkspiele. Aber er hat 60 Marktstärken, was hat der unten rechts? 15 Marktstärken. 15. Ja, aber das sind dafür die Rennspielfans. Ja. Okay. Wir gehen auf unsere Zielgruppe einfach. Ja. Oh, ja, okay. Yes! Oh, schau die Grafik an! Da sind wir! Ich hasse es, dass die Wertung so runtergezogen wird von dem Sound. Ausgerechnet unsere Stärke. Unsere ehemalige Stärke. Das Spielprinzip zeigt kaum Schwächen und die Handlung ist auf hohem Niveau ein famoses Art-Design. Streckenweise bleibt einem die Spucke weg. Die Soundeffekte fetzen, die Musik hingegen ist nicht vergnügungssteuerungspflichtig. Vergnügungssteuerpflichtig. Wow. Mach doch auch erstmal Musik zu Cowboys, die gut klingen. Das kriegen nicht viele hin. Ja. Yeah. Beispielhaft ist die tolle Steuerung. Anheuern. Hier wurde alles richtig gemacht. Für einen absoluten Hit fehlt noch ein bisschen. Das stimmt. Wisst ihr, was uns für einen absoluten Hit noch fehlt? Wir müssen Gewinn machen. Oh, das direkt 1.100 teuer. In der ersten Woche. Ach du Scheiße. Oh. Geh direkt in die Forschung wieder rein. Ja. Ja. So, was können wir denn Schönes erforschen? Engine Features, primitiver Monosound. Primitiver Monosound, das hat uns gefehlt. Nein. Ich würde sagen, was uns fehlt. Was uns fehlt, ist ein Arbeiter dafür. Wir brauchen jemanden, der gut mit Sound ist. Musik und Sound. Soundartist. Malte Dudek. Oh, 38 und er kostet kaum mehr als der andere. Untalentiert. Untalentierte Mitarbeiter lernen deutlich langsamer. Ich weiß nicht, ob der Zukunft in unserem Unternehmen. Ja, aber ich glaube, der hat keine Zukunft. Und dann kicken. So was? Yeah. Malte, willkommen im Team. Das ist sowas wie Mark. Mark konnten wir auch nicht. Mark. Okay, können wir bitte.
Moment, nein. Das ist der Mülleimer scheiße platziert. So. Der Mülleimer ist erst klassisch platziert. Lass dir nichts einreden, Mülleimer. So, dann haben wir hier... Oh. Yeah. Das ist ein Arbeitsplatz. Da wohnst du jetzt, mein Freund. In der Forschung haben wir keinen Platz mehr für einen Schreibtisch, aber das ist okay. Du wirst deine Zeit schon irgendwie nutzen. Der Mitarbeiter friert. Das ist doch eine Heizung. Da unten ist noch Platz für einen Arbeitsplatz. Keine Ahnung, ob die Heizung an ist. Natürlich ist die an. Ist die Heizung an? Fragt er. Ja, du kannst es ja da ran machen. Doch kurz. Ja, da. Ich glaube, es ist nur ganz kurz, glaube ich. Sorry, ich muss kurz weg. Okay. Der Juni friert. Nee, hier noch eine Heizung vors Fenster. Okay. Du kannst nicht kurz die Heizung anmachen. Ich muss auch kurz weg. Okay. So. Sind wir da. Okay. Oh, Melf war auch weg. Ja. Ist ja gerade gleichzeitig zurückgekommen. Und Johnny ist auch gerade zurückgekommen. Ich bin da. Wow. Hat die auch weg? Wow. Ihr habt beide euren Avatar geändert, wie ich gesehen habe. Das war vorhin. Und ich ja. Okay. Also, wo waren wir stehen geblieben? Beim Weggehen. Kriegen die noch was? Wir brauchen neue Themen. Skateboards scheint immer noch angesagt sein, aber ich würde fast sagen, wir nehmen Aliens. Aber die kosten 10.000. Uiuiui. Ja, wir sagen, früher oder später wird Aliens, schau wie viel Geld wir gerade mit dem Spiel einnehmen. Aliens wird irgendwann populär sein. Ja, die Frage ist... Wir müssen nur hoffen, dass es nicht gerade unpopulär wird gleich. Ja, ich will halt auch den nächsten Trend, irgendwann müssen wir den Trend mal mitnehmen. Ja, das stimmt. Wollen wir jetzt nächstes Rennspiel machen oder ein neues Genre? Trendwelle reiten. Das heißt, wenn wir ein Rennspiel machen wollen, dann würde ich irgendein Thema nehmen, was sich für Rennspiel gut anbietet. Ich meine, Skateboards könnten Rennspiele sein. Ah, stimmt. Das hätte voll gut gepasst, ne? Ja, aber... Wir haben drei verschiedene Genre. Ja, wir können... Oh, RPGs! Los geht's! Alien-RPG! Rein in die Alien-RPG! Was, hast du die von Mass Effect gehört, oder was? Ja, klar. Nein, das kennt mir. Ja, aber gute Alien-RPG... Nein, sorry. Vorsichtig, Fully. Lass uns Earthbound machen. Warum verhungert denn dein Charakter da hinten? Wir haben scheinbar nichts zu essen. Dem Mitarbeiter, das ist hier zu dreckig. Oh, das Wasser ausgelaufen aus der Kaffeemaschine. Hör auf, du ruinierst mein Yoga. Warum haben wir ihn eingestellt? Ich mag ihn nicht. Was können wir im Flur denn machen? Oh. Ich meine, das wussten wir nicht. Das ist Rob. Nein, das ist Wally. Okay. Sputnik. Was können wir sonst noch hinstellen? Du hast den nicht durchgelesen, was er so macht, oder? Warum können wir die Toilettentrophäen nicht aufstellen? Auf die sind wir doch auch stolz. Oh, ein UFO-Bild ist perfekt. Stimmt, wir haben doch die Toilettentrophäe, oder nicht? Oh doch, nee. Er macht das. Ich dachte mir, dass er ungefähr das macht. Ich war mir nicht sicher, ob er tatsächlich in andere Räume reingeht. Braucht übrigens wirklich lange, um Rollenspiel zu erforschen. Ja, das dauert ultra lange. Ja, da sollten wir noch jemanden einstellen. Jetzt solltest du doch noch einen Schreibtisch da reinstellen in den Forschungsraum. Das hat keinen Platz. Doch, da unten bestimmt. Ich meine, ja, wir können das Regal an sich kicken. Du könntest auch daneben einfach einen Schreibtisch stellen. Gegenstand verkaufen, da oben. Links. Naja. Da hätte auch so ein Schreibtisch noch hingepasst. Nein, glaub mir, da passt keiner hin. Ich habe das schon alles getestet. Oh, du hast recht. Da hat er gerade gepasst. Dumme Pflanze. Da hat er gerade gepasst. Pflanze muss noch weg. Warte, wieso wurde kurz angezeigt, dass es passt, wenn man das gar nicht auswählen kann? Ja, weil eine Animation darüber fliegt. Kurz. Oh mein Gott. Ja, okay, das haben wir uns vorhin auch schon gefragt. Oh, so, das ist der beste Schreibtisch. Schau euch das an, man kann einfach rausschauen. Ja, der ist stark. Ja. Oh, das ist mein neuer Lieblingsarbeitsplatz. Das erweitern. Expandieren. Ich muss sagen, ich Gebäude, die hat uns echt den Arsch gerettet. Nochmal einer, also ich habe Mail verstanden. ich hab nur gesagt, dass die uns den Arsch gerettet hat mit dem Geld. Ja. Ich würde sagen, oh, 240.000? Ja, das ist voll gut geworden. Hey, ich meine, das war sich der schlechteste Spiel. Wir können uns einen kleinen Messestand. Das wäre auch, das wäre einfach nur noch frech. Mit 61%. Plus 177 Fans. Oha. Yeah. 349. Das hat unsere Fans verdoppelt. Gott. Ich fühle mich so populär. Schon Messestand holen sollen. Und dieses Jahr werden wir nicht das schlechteste Spiel haben.
Was verkaufst du? Was kaufst du? Gott, sie erzählen sich immer Dinge. Oh, und er natürlich, der mit den Haaren ist natürlich... Seht ihr, ist das Problem an seinen Haaren. Dadurch überhitzt sein Kopf und deswegen kann er sich einfach Dinge nicht richtig merken. Die anderen beiden dagegen. Aber er friert. Und der Schweiß, der von der Glatze die ganze Zeit in die Augen läuft. Die anderen beiden sind perfekt klimatisiert. Er friert auch, er kann sich einfach nicht entscheiden. Es liegt an dem Teufelsgewächs auf seinem Kopf. Nicht. Ja. Schau ich an, wie das Spiel wieder zurückkam. Ich habe bezahlt fürs Nichtstun bisher. Kannst du seinen Namen ändern? Wir sollten irgendwie Dumbatz nennen oder so. Die unterhalten Dumbatz. Sich bestimmt über so richtig typische Mitarbeiter Bürosachen. Entlassen. Hey, auf! Was soll der Scheiß? Was denn? Oh, Feuerwehr ist im Trend. Wir können jetzt Feuerwehr Los geht's! Das neueste Feuerwehr-RPG. Feuerwehr-Adventure. RPG! Nein, Adventure und RPG. Ich meine, Feuerwehr würde eigentlich immer nur als Simulator funktionieren. Na, oder als Rennspiel. Der Feuerwehr. Das Feuerwehr-Rennspiel. Oh, was seid ihr davon, wenn wir uns... Man kann sich gegenseitig mit Leitern blockieren und mit einem Wasserwerfer jemanden von der Bahn schleudern. Ähnlich stelle ich mir auch unser Erotik-Adventure vor, ehrlich gesagt. Oh nein. Erotik-Adventure. Lass uns ein Erotik-RPG machen. Für Teams. Ich meine, es würde funktionieren. Heißt das nein. Oh, das Lenker da oben heißt das Rennspiel. Unsere Stärke war doch Visual Novel. Rennspiele sind im Trend. Also Feuerwehr-Rennspiel. Ja. Das wird's. Oh, yes. Okay. Rennspiel mit Feuerwehrautos. Ich meine, wir haben noch nie eine Visual Novel gemacht, irgendwann. Ja, und das, ich wollte gerade sagen, das ich weiß noch nicht, ob schon Novels die Zeit auch, dafür ist. Viele davon sind nicht jugendfrei. Ach so, hast du es gehört? Das war mir nicht bewusst. Ich kenne keins. Feuerwehr ist aber auch so ein Erwachsenen-Ding. Das ist alle. Ja, es geht um Feuerwehr. Leitender Designer. Ja, doch, der Josh, der schafft das. Hauptgenre, ja, Rennspiel. Name. Hauptthema noch. Feuerwehrthema, ja. Tatütata. Cowboys. Tatütata gefällt mir. Warte mal, ja doch, Feuerwehr da. Einsatz. Tatütata. Einsatz auf vier Rädern. Ja. Nee, die haben mehr Räder, die Feuerwehrautos. Das klingt wie so eine deutsche Einsatz im Show, Kiez. So eine Reality-Show. Ja, ja, das Einsatz ist das. Das ist genau das, was auf RTL läuft. Oh, okay. Ja. Wir machen ernst. Das im Kiez, das gefällt mir nicht für die Feuerwehr, ehrlich gesagt. Hamsterrad. Das Hamsterrad. Sein, ne? Haupt. Oh, 3,5 Millionen hat das. Das hat der bei 2 inzwischen. Marktanteil. Sehr gut. Ach, wolltest du eine Engine kaufen? Gefühl, mal gucken. Nee, ich hab das Gefühl, die Hamsterrad-Engine wurde dafür geboren. Keine Adventure-Game-Engines kaufen, aber. Ja. Ja, das ist stimmt soweit alles. Denk an den Ton. Denk an den Ton. Ich würde fast Mono-Sound studiert. Erforscht, oder? Nein, das haben wir nicht geholt. Oh. Oh, das Glück von denen ist, dass USA und Großbritannien zusammengewürfelt werden, sonst würde ich sie nämlich direkt von meinem Rennspiel ausschließen. Es geht nicht um Feuerwehr. Das Problem ist nicht, dass wir es direkt dann umprogrammieren müssten. Damit sie müsste das Spiel dann spielen, wir müssten Nintendo machen, damit die nicht verwirrt sind. Damit die links fahren können. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Nein, das ist egal. Das Gute daran ist nämlich, wir haben ja immer Blaulicht, das heißt, alle anderen Verkehrsteilnehmer fahren eh aus dem Weg. Also kann der Spieler machen, was er will. Wir bauen auf Jeha auf. Das lief, das war eigentlich soweit ziemlich gut, würde ich sagen. Was waren die Kritikpunkte an Jeha? Sound war der Kritikpunkt. Sound war der Kritikpunkt. Nein, der Rest war alles gut. Stimmt, Sound, ja, stimmt. Also, kann ich das nochmal? Wir haben ja einen Sounddesigner da. Also, Also für ein Spiel, was Tatütata heißt, braucht man auf jeden Fall einen guten Sound. Stimmt, letztes Mal hatten wir keinen Sounddesigner, ne? Das heißt, jetzt wird's laufen. Einfach ich will die Dolby Surround-Sirene hören. Alles. Ich will, dass wir den Doppler-Effekt simulieren. Oh. Wow. Oder wie es im Spiel klingen wird. Sound steigt nicht so gut, aber die Grafik. Wir haben noch nicht mal Mono-Sound frei. Es ist einfach nur Gepiepe. Oh, das passt doch perfekt. Über den Chip auf dem Mainboard. Das wird so scheiße laufen. Gib mich euch den Gewinn an. Alle Eltern dieses Landes werden uns verfluchen.
Ja. Die Kinder werden das Spiel ständig anhaben. Das Spiel ist für alle. Oh, guck mal, wir haben jetzt schon so viel Sound, wie wir letztes Mal hatten. Perfekt. Yeah. Rudy, könntest du bitte... Ich mag... Ja, ich wollte ganz ehrlich, ich weiß, dass es Hauptzentrale heißt, aber das war die Absicht dahinter. Rudy, du hast unser ganzes Development verpasst, als du auf dem Klo warst. Ja, Dinge wurzeln. Er kommt jetzt zum Bugfixen. Da muss jetzt noch dran gearbeitet werden. Gameplay hat die 100 geknackt. Yes, tut mir leid, ich hatte zu viel Kleie zum Frühstück. Was ist Kleie? Ich bin mir selbst also nicht sicher. Was ist mit dem Mitarbeiter? Das ist ja ungemütlich. Der kann die Schnauze halten. Ja. Yeah. Yes, ja. Sind kein schlechtes Spiel des Jahres, okay? Stehe. Wow, okay. Aber das waren wir es immer. Wir waren es diesmal doch zu gut, um zu spielen. Jetzt rein. Kleie sind die Sachen, die beim Schlagen von Getreide übrig bleiben. Also. Was macht der da? Schöner Fernsehen. Fernsehen. Weiß auch nicht. Wir bräuchten noch ein bisschen Sound. Was sind seine Bedürfnisse, damit das... Ich weiß nicht, was seine Bedürfnisse sind, damit das bequem für ihn ist. Ich habe einen Vorschlag. Nach diesem Spiel feuern. Wir schauen, ob wir einen besseren finden. Ja. Feuert Maeve. Ah, nee, warte, ist nicht Maeve. Maeve, was ist dein Problem? Warum hast du den so genannt nach mir? Das ist gemein. Mobbing hier. Ich doch nicht wissen, dass er so unfähig ist. Hey Maeve, unser neuestes Spiel. Wusstest du vorher? Maeve. Weißt du noch, unser neuestes Spiel, Tatütata? Du bist gefeuert. Ja. Sound am wenigsten Punkte und wir haben den Sounddesigner. Ja. Sinn. So wie ein Publisher. Ja, das verstehe ich nicht. Wir haben sogar mit Middle eine gute Beziehung jetzt. Ja. Oh, stimmt. Yeah. Die mögen uns. Okay, Pausefunktion haben wir perfektioniert und den Tastatursupport und die primitive Physik. Die Pausefunktion. Früher war es so, dass beim Pausedrücken das manchmal noch aus Versehen war. Was? Nein, was denn das jetzt? Das Gameplay ist durchaus gut, aber in dieser Form spricht es noch keine großen Massen an. Im Genre gibt es durchaus schlechtere Grafiken, allerdings auch ein paar Spiele, die es besser machen. Für die Musik war sicher kein Mozart verantwortlich, aber ist jeder Handwerker. Das ist doch dumm. Die Steuerung ist guter Genre-Standard. Ich hatte keine größeren Probleme. Der Titel kommt Jahre zu spät und wirft einfach nicht genug Power in die Waagschale, um mich zu... Okay. Oh, wir waren zu alt. Ja. Wir waren zu alt, das verstehe ich nicht. Wir haben Monosound nicht erforscht. Wir haben voll den veralteten Scheiß gemacht. Wir haben aber ein alles gut. Trendspiel rausgehauen. Die Leute lieben Feuerwehr. Ja, die Leute können das ja kaufen. Okay. Primitive 2D-Block-Grafik. Und guck mal, ob es inzwischen einen besseren Sounddesigner gibt. So, kauft jemand das Spiel oder? Warte, was? Oh, oh nein, das Spiel verkauft sich nicht gut. Nee. Aber es könnte reichen, um das wieder reinzuholen. Das Geld. Oh! Es steigert sich! Wir können. Ich meine, wir haben Fans. Wir verlieren gerade Fans, aber wir haben. Nach dem Banger Ponyhof Hiha konnte Tatütata nicht überzeugen. Weißt du was? Weißt du was? Ich kann den einen nicht mehr sehen. Schmeiß ihn raus. Meinst du Maeve? Ja, schmeiß Maeve raus. Nein! Guck erstmal, ob es einen neuen gibt, der das auch kann. Neuen Sounddesigner. Was können wir mit Blockgrafik machen? Mega Man? Ich hab keine Ahnung. Mega Man. Vielleicht Terraria. Und Abo. Den können wir uns leisten. Da wollen wir? Darunter der. 13.000 im Monat ist ganz mal, schön teuer. Mal, drunter, ja, wir können es uns leisten, glaube ich. Ja, aber darunter Morris Carambo. Ja, okay, aber. Der ist auch recht teuer, aber. Und da ist noch einer unten. Was? Der ist aber gierig und verlangt damit deutlich mehr Gehalt. Außerdem sind der Typ ist ja total fähig. Der ist so viel besser. Der Donald. Der Donald ist aber teuer. 13.000 im Monat. Ja, aber Morris ist einer der schlechtesten hier. Ich glaube, Donald können wir uns nicht leisten. Ja, aber Urs ist da unten. 1.300 und der ist auch ganz gut. Ja. Ja. Oh, das ist auch einer. Wilhelmine Ünal. Guck mal, der hat keine negativen Perks. Oh, Wilhelmine Ünal hat einen positiven Perk. Oh. Oh, er ist ein bisschen schneller. Ja, kostet nur 500 mehr. Der Wilhelmine. Oh, die ist nicht so gut. So, Maeve. Ja, feuer mich. Los. So. Okay. Das Spiel wurde gespeichert.
Oh, Dave genau wurde danach. Entlassen. Ich wurde direkt danach gespeichert. Haben wir jetzt Mono-Sound eigentlich erforscht? Ich weiß gar nicht, wo der war. Engine. Wollen wir uns das vielleicht mal holen? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Das ist ein größeres Spiel. Oh, stimmt. Das ist ein Spiel größer. Ja. Warum nicht? Jo, wir sind immer noch 2000 Dollar im Plus. Das können wir uns leisten. 7000! Ja, und die dicken Schinken auf dem Markt. Dann machen wir Plus. Oh, jetzt dicken Schinken auf dem Markt hauen. Das wäre das Leben. Aber ernsthaft, danach müssen wir Mono-Sound machen. Wir sind ich so weiß hinterher. Nicht, wo ich den mache. Engine Features, glaube ich. Okay, wir werden sehen. Oder auf den dicken Schinken hauen. Das fände ich auch gut. Oh, Videogame Boom! Yo. Mal gucken, ob sich das direkt auf unser Spiel auch auswirkt. Wurde in welchem Jahr sind wir? 79. Das ist schon. Wir haben noch nicht den Video. Ja, es ist mehr geworden. Wir haben nicht Wann ist der Crash? 86, glaube ich. Na, der war davor. 86 kam NES außerhalb von Japan. Ich wollte gerade sagen, da müsste doch eigentlich Nintendo das ganze Ding aus dem. Den Karren aus dem Dreck gezogen haben. Aber die gute Sache ist, wir haben uns sowieso auf. Lang und der war eigentlich nur in Amerika. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass wir uns sowieso auf Heimcomputer spezialisieren, wird uns nicht wirklich treffen. Ja. Morgi, da oben blinkt irgendwas rot. Was ist das? Wo? Da ganz oben in der Mitte. Wir gönnen uns den mittleren Stand. Oha. Wir haben aber keine Konsolen zum zeigen. Und wir haben nur ein Spiel. Wir gehören jetzt zum Mittelstand. 777 Fans gewonnen, was seid ihr davon? Ja. 1100. Und bei diesen 5 Punkten neben den Trends da. Siehst du, dass deine Mitte leuchtet was rot? Hä? Oh, das? Ja. Oh ja, da ist niemand im Raum oder so. Ah, 15.000 haben wir verdient mit dem Spiel insgesamt. Das ist nicht so gut. Wir müssen, glaube ich, als nächstes noch wieder ein Spiel machen. Wie machen wir den Mono-Sound? Engine Features. Hast du danach geguckt? Woher kennt man die Musik? Keine Ahnung. Ist sehr bekannt. Oh, wir haben so viel neues Zeug schon wieder frei. Ich komme nicht hinterher. Ja, wir müssen es alles umsetzen. Wir müssen Leute einstellen, die das einfach machen. Leute, die das Spiel machen und Leute, die erforschen für uns. Yeah. Moment, nein. Engine Features. Nein. Oh. Irgendwo muss Mono-Sound sein. Sonstiges? Nee. Nee. Mhm. Oh, vielleicht brauchen wir ein Soundstudio zum Erforschen dafür? Nee. Kann man nicht bauen, glaube ich. Oder? Wir machen jetzt erstmal noch unser letztes Spiel für heute. Okay. Nein! Fürs-Klon nicht verkaufen! Nein! Ey! Ich will nicht mit rüber. Komm mal mit! wir können nach einer Engine schauen? Alte Engine Update, das wär's doch. Bei 2, yeah, füllt seinen Zweck, schätze ich. So. Ah, da ist der primitive Mono-Sound. Ach, wir haben ihn schon Wir haben ihn schon gemacht, aber wir hatten den nicht in der Engine. Ja. Okay. Okay. Ich habe mir die zweite Ahnung, was Engine-Verkaufspreis soll. Oh, ja, das klingt andere, nach Dark. Andere Spieleentwickler können die dann lizenzieren. Da sind so sehr viele Mundgeräusche dabei bei Doug. Yeah. So, los geht's! Ähnlich wie im Seinfeld-Intro. Hauptgenre. Rennspiele sind noch angesagt, also. Yeah. Und Feuerwehr ist auch noch angesagt. Willst du es nochmal versuchen? Du kannst jetzt B-Plus machen, oder? Mensch. Spielgröße B-Plus kannst du jetzt machen. Ja. Oh! Maximal Features 20. Willst du wirklich 100.000 ausgeben? Wir haben nicht so viele Feature, oder? Oh, warte, nein, ich will nicht 100.000 ausgeben. Ja, es ist viel zu teuer. Oh Gott! Ja. Name des Spiels. Oh, man kann ja. Okay. Feuerwehr-Rennspiel. Es bringt's auf den Punkt. Jetzt brennt's 13. Perfekt. Musst du dafür jetzt Brenz 1 bis 12 gespielt haben? Ich meine, du musst nicht, aber es wäre auf jeden Fall gut. Für die Lore.
Uch. Na, Schiss. Warte. Jetzt brennt's 13. Sie machen also die Plattform trotzdem noch mit. Es ist unnötig, aber. 1% Marktanteil, ne? Ja, es ist Quatsch. Nein, Moment, haben wir. Aber kostet es extra? Es ist Quatsch. Wir, Wir können DevKits kaufen, stimmt. Wir sollen für das Karadi mal was machen. Dass er tatsächlich 70% Marktanteil hat. In Konsolen. Ja. Oh, für die Hauptkonsole den Haupt-PC. Oh, das ist stark. Das ist sehr Das hat Zukunft. Primitive 2D-Block-Grafik. Niedrig aufgelöste Blöcke stellen Spielgeschehen dar. Primitiver Mono-Sound, yes. Yes. Den Rest können wir nicht machen. Nee. Aber dafür ist er perfektioniert. Okay, weil sie haben jetzt sozusagen Tiles. Okay. Kein Schwedisch diesmal. Ich würde eher aus Yeehaw nochmal importieren, oder? Aus was? Aus Yeehaw. Aus Yeehaw. Ah ja, ja. Ich schätze, wir kopieren das und hoffen auf das Beste. Ja, ja, das geht gut. Raus damit. Oh, Moment. Wir haben noch nicht den Entwicklungsstart. Wir brauchen nämlich hier noch ein paar Dinge. Wir gönnen uns alles. Das wird ein teures Spiel. Langsam wird das Problem, wenn das... Jens Brenz 13, einer deiner Soundspezialisten, hat in seiner Bibliothek ein altes, von ihm erstelltes Musikstück gefunden. Dieser Track passt außerordentlich gut zu dem aktuellen Spiel. Yeah. Plus 9. Oh Gott, wir haben die alte... Wir haben die Plattensammlung gefunden. Viel besser. Die alte Gang ist wieder zurück. Oh, schau ich die Grafik an. Ja, aber Sound ist diesmal auch sehr viel besser dran. Jetzt brennt's 13. Das wird, wenn's das nicht wird, dann haben wir ein Problem. Also wenn das kein Schinken ist, den wir gerade auf den Markt hauen, dann weiß ich auch nicht. Ja, bei uns geht das Geld aus. Eben. Ja. Und so viel $29,000. Er muss eine D-Plus-Spiele. Komm schon. So viel erforschen, Bugs. Ist seine Schuld. Bretter, die Welt bedeuten. Auf die Bretter. Die auf die Bretter AG. Oh Gott, die Bugs verschwinden nicht. Oh, jetzt. Ich glaube, beim Bugfixen können wir aber vielleicht die anderen Sachen auch noch auf 100 steigern. Ja, die gehen auch noch hoch. Das ist unsere Final Fantasy sozusagen. Neue Plattform erhältlich, der neue Katari ist erhältlich. Wenn das kein nicht, Gott oder König, nur ein, ich hab's nicht gelesen. Wenn das nicht klappt, haben wir ein Problem. Ob man dann überhaupt. Vielleicht könnte man Auftragsarbeiten machen, um wieder Geld reinzuspielen. Wenn das nicht klappt, dann schlägt's 13. Ja, yeah, das auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen auf 10 Bucks und dann hauen wir raus. Ja. Okay. Oh. Wirklich so. Ich weiß schon, wer das schlechteste Spiel ist. Ja. Nein. Ich weiß, wie viel. Ich. Ja, natürlich. Minus 2000 Fans, wir haben 0 Fans. Und wieder, wir haben alle Fans weg. Verloren. Es war völlig das in Ordnung. Das ist nicht gut. Lass die Bugs. Das war nicht so drin. Schlecht. Die Development-Zeit sollten wir uns jetzt gönnen, damit das Spiel Musik. So gut wie möglich wird. Achso, ja. Ihr sollt doch nicht zu lang warten, sonst ist wieder alles veraltet. 100, los geht's. Hau raus. Publisher suchen. Ich hab Angst. Ich denke, wir bleiben beim Mittel. Ja. Oh, wir haben eine bessere Beziehung zum Mittel. Komm schon. Was? Och, nee. Das Gameplay ist zeitweise ein vergnüglicher Spaß. Die Handlung hingegen ist ein Witz. Bist du mich verarscht? Was für eine Grafik Handlung? Ist ganz hübsch, wenn auch nicht umwerfend. Oberer Durchschnitt. Die Musik geht ins Blut, die Soundeffekte lassen mich kalt. Hat man die Steuerung verinnerlicht, spielt es sich super. Bis dahin vergeht etwas Zeit. Meine Meinung, dieses Spiel ist nur solide Mittelklasse. Das ist Double Dash. Oh, wir haben im Gameplay reingeschissen diesmal. Scheiße, sollten wir ein Auftragsspiel machen oder sowas. Aber 3600 in der ersten Woche, das tat sich ziemlich gut. Okay, ja, es verkauft sich. Wir haben schon 17 Fans wieder. Oh ja. Oh, es verkauft sich ziemlich gut. Es hat jetzt schon das Geld eingespielt. What the fuck? Ja, wir sind jetzt schon break-even. Oh mein Gott. Plus 100% Gebäudepreis. Oh, schön. Das heißt, wusste nicht, dass wir hier mit der Wirklichkeit konfrontiert werden. Ich würde fast sagen. Oh, das läuft so gut. Der Videospielboom, ich sag's euch. Vielleicht unser Leben. Ich werde das mal eben speichern. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal wir werden es auf jeden los. Fall noch weiterspielen. Beim nächsten Mal bekommen wir vielleicht Spiele, dass die 70 knackt. Das wäre ziemlich cool. Nein, ich poke auf die 90. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir langsam wirklich stark zurückfallen, aber wir werden sehen. Der Monkey Fun Racer wird unser Durchbruch. Oh, du meinst Teil 2. Ja, wenn wir das Genre mit Items und so und mit Bananenschalen, die man auf die Strecke werfen kann, revolutionieren. Yeah. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.